E-Book oder Print? Print. Frühaufsteher oder Langschläfer? Beides. Kreuzfahrt oder Wanderurlaub? Kreuzfahrt. Passagier 23? Mein neuester Thriller und hoffentlich spannend. Eine Gemeinsamkeit mit meinem Protagonisten Martin Schwarz? Wir können beide Schmerzen gut nachempfinden. Gerlinde Dobkowitz? Hat ihre Entsprechung in der Realität mit meiner Ex-Freundin, die ebenfalls Gerlinde heißt. Ist aber jünger. Ich schreibe am liebsten? Zu Hause. Beschreibe dein aktuelles Schreibprojekt mit 3 Worten. Neu, kompliziert und noch lange nicht fertig. Worüber würdest du niemals schreiben? Über langweilige Dinge. Wo würdest du gern einmal lesen? Oh, ich würde sehr gerne einmal in einem Flugzeug lesen. Mein perfekter Tag beginnt mit? Einer guten Idee. Geht weiter mit? Einem Tag ohne jegliche Schreibblockade. Und endet mit? Einem sehr guten Essen, wo ich meiner Familie endlich mal zuhöre, wenn sie mit mir spricht. Wer Bücher liebt? Der blubbert mit Anker. Danke dir. So, ihr Lieben, das war mein Blitzgeblubber mit Sebastian Fitzek. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, dann schaut euch doch auch das letzte Blitzgeblubber an mit der sympathischen Jugendbuchautorin Anke Weber oder freut euch mit mir auf die kommende Woche. Da blubbert mit uns Gabi Hauptmann. Viel Spaß!